Hallo Leute und willkommen zu einem neuen Rage Monday. Ja, es wurde auch endlich mal wieder Zeit, weil es gab echt schon lange keine Folge mehr und ich weiß nicht warum, weil ich dachte eigentlich, ich bringe das Format öfters, aber ja, hat irgendwie nicht so hingehauen. Jedenfalls kommt jetzt wieder eine Folge. Übrigens Leute, bei mir hat es irgendwie gefühlt 8 Milliarden Grad und ich schmilze dahin wie ein Eisberg, der gerade kein Eisberg mehr ist. Also Leute, ich würde mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Als Mitleid. Und es wäre cool, wenn ihr dieses Video mit eurer WhatsApp-Gruppe teilen könntet. Wisst ihr, was mich an YouTube übrigens derzeit am meisten nervt? Meine Abonnentenzahl! Also, was macht man, wenn es heiß ist, man keinen Bock hat rauszugehen, wenn man erstmal verbrennt? Man schaut sich YouTube-Videos an, richtig. Ja, letztens wollte ich mir wieder so ein Video anschauen, was in meiner WhatsApp-Gruppe geteilt wurde. Und was kommt stattdessen? Die Otto-Versand-Werbung! Also, wir sind hier wohl in so einer Bar oder so und Andreas Gabayé, für die Leute, die nicht kennen, das ist so ein komischer Musiker, den sich irgendwie keiner anhört und von dem sich keiner die Singles kauft, aber der irgendwie trotzdem extrem bekannt ist. Jedenfalls sitzt er auf einer Couch und liest, warum, und liest eine Zeitung? Bitte was? Also, wenn ich in einer Bar bin, dann spreche ich mit den Leuten, falls die Musik wieder nicht mal auf Ballermann-Niveau ist, Alter, mit meinen Kollegen und dann gehe ich halt tanzen oder was weiß ich. Aber ich lese doch hundertprozentig keine Zeitung. Außerdem, wer sitzt bei denen in der Werbeabteilung? Auf YouTube sieht man die Werbung bis hierhin. Und dann kann man die überspringen. Was jeder normale Mensch macht. Bis hierhin gibt es noch genau gar keine Aussagekraft. Das heißt, wenn du die Werbung gesehen hast und da jetzt kein Otto und Otto Versandwerbung stehen würde, würdest du einfach keinen Plan haben, um was die Werbung überhaupt geht oder was Otto damit sagen will. Was wollen die damit aussagen mit den ersten 6 Sekunden? What the fuck? Wenn ich doch in der Werbeabteilung sitze, schaue ich doch, dass diese ersten 6 Sekunden gerade das rüberbringen, was das Sinnvollste ist und nicht die ersten 6 Sekunden komplett verschwende, wo dann jeder weiterklickt. Bist du sicher? Schaut's mal da. Oh, Junge. Das ist ja noch gruseliger als Beauty-YouTuberinnen ohne Schminke oder sogar mit Schminke. Also an ihrer Stelle würde ich auch am liebsten einfach weglaufen wollen. Und welcher Otto dachte ich, diese Rollchen passen aber perfekt in diese Szene. Wollen die jetzt den nächsten S-Film releasen oder was? Naja, bei der Tracht kein Wunder. Also Leute, ihr müsst euch vorstellen, in meinem Zimmer hat es gefühlt 30 Grad, wenn nicht ein bisschen mehr. Aber warum freuen sich die Frauen so krass über diese Männertracht? Ich gehe ja auch nicht zum Women's Day, zum H&M shoppen und sag, wow, Alter, das pinke Kleid da drüben ist 50% reduziert. Nice, Alter, wollte ich schon immer haben. Ich kann mir schon irgendwie vorstellen, was die Werbung uns in so einem Prinzip sagen will. Aber ich verstehe es nicht. Wir geben da Unmengen Werbebudget für so einen komischen Star aus. Ich weiß nicht, den jeder irgendwie kennt. Und den setzen die dann einfach vor die Kamera und schreiben dann 5 Minuten lang ein Skript und fertig ist dann der Werbespot oder was. Bleibt doch lieber bei eurer Scheiß-Zielgruppe im Fernsehen, aber nervt mich nicht auf YouTube mit dieser Kacke!